Hallo Modellbahnfreunde! Im 45. Teil vom Bau meiner Modelleisenbahn in Spur N möchte ich euch heute zeigen, wie es am Bahnhof weitergegangen ist. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuschauen. Nach dem Intro geht es gleich los. In etwa so hat der Bahnhof am Ende des letzten Teils ausgesehen. Als allererstes habe ich mal alle LED-Stripes angeschlossen, damit ich mal sehe, wo überall das Licht noch durchscheint. Dann habe ich von oben mit Karton und meiner berühmten Paste alles abgedichtet, dass zum Dach hoch kein Licht kommt, und habe gleichzeitig noch die Fassade weiß gestrichen. Das heißt, ich werde die Fassade nicht altern, mit der Idee, dass sie im Prinzip frisch renoviert wurde. Jetzt konnten alle Dächer final montiert werden. Das heißt, auch Regenrinnen und so weiter und Schneefänger und Schornsteine konnte ich jetzt endlich fix fertig montieren. Beim Flachdach habe ich vorne und hinten Ränder montiert, weil ich das Flachdach nachher einkiesen möchte. Was dann in etwa so aussieht. Jetzt ist der Leim noch nicht trocken, darum sind die Ränder noch heller als der Rest. Jetzt muss das Dach noch gealtert werden. Leider habe ich davon keine Fotos gemacht, das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Im weiteren Verlauf seht ihr aber dann Bilder, wo das Dach dann schon gealtert ist. Jetzt war es an der Zeit, mit der Umgebung des Bahnhofs anzufangen. Links vom Bahnhof sind 4 Mehrfamilienhäuser geplant, die hier schon mal Probe stehen. Jetzt wurde die Beleuchtung getestet, was bei diesen Häusern einfacher war, weil die Häuser vom Faller haben eine Maske, die verhindert, dass das Licht durch die Mauern scheint. Jetzt wurde auf der Vorderseite der Häuser braun gestrichen und auf der Rückseite dunkelgrau, damit man dann die Vorderseite begrünen kann und die Hinterseite stellt dann einen Platz dar. So dass man danach die Umgebung der Mehrfamilienhäuser begrünen konnte. Genau genommen die Vorderseite. Die Hinterseite bleibt ja wie gesagt grau, weil ich dort vielleicht Parkplätze oder so realisieren möchte später. Auf diesem Bild sieht man jetzt gut, wie das Dach des Bahnhofs schon gealtert wurde. Auf der rechten Seite vom Bahnhof soll so eine Art kleiner Park realisiert werden. Was ich da aber genau später draus machen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt einfach mal begrünt und einen Gehweg durch den Park gemacht. Vielmehr nicht. Auf diesem Bild sieht man auch gut, dass ich mich entschlossen habe, die Frontmauer der Metro-Shops und so weiter nicht in Beton zu lassen, sondern ich habe sie jetzt als Klinkersteine dargestellt. So nimmt die Umgebung des Bahnhofs langsam Gestalt an, aber es fehlen natürlich noch viele Details. Vor allem im Park, da habe ich noch gar nichts weiter gestaltet, habe aber ehrlich gesagt auch noch keine Ahnung, was ich da genau machen möchte. Als erstes werden jetzt aber die Dächer der Mehrfamilienhäuser zuerst richtig montiert, dann kommen dann die Regenrinnen noch dran und dann müssen sie natürlich noch gealtert werden, damit sie nicht so nach Plastik ausschauen. Ich möchte euch noch sagen, warum in letzter Zeit so wenige Videos von mir kommen. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, verschiedene Softwarelösungen für die Modelleisenbahn zu testen. Weil ich habe ja nach dem letzten Video gesagt, dass Train Controller mir sehr gut gefällt, er aber wirklich sehr teuer ist. Nach dem Video haben mir Modellbahnfreunde geschrieben, dass es auch noch andere Softwares gibt, die man testen kann. Ich habe das gemacht, bin jetzt aber am Ende trotzdem wieder bei Train Controller gelandet,
weil es für mich die Software ist, die ich am einfachsten bedienen kann. Hat aber vielleicht auch natürlich den Grund, dass es die erste Software ist, die ich runtergeladen und getestet habe. Und darum kann es sein, dass ich da auch etwas voreingenommen bin. Aber ich habe mich jetzt definitiv entschlossen, ich werde den Lizenzschlüssel und Train Controller kaufen und werde von nun an mit Train Controller auf der Anlage arbeiten. Den Film habe ich jetzt nur im Hintergrund laufen lassen, damit ihr nicht eine Wand anschauen müsst. Also nicht wundern, dass auf dem Video noch vieles nicht so weit ist, wie ich jetzt in Wirklichkeit wirklich bin. Ich hoffe, ihr hattet auch heute wieder ein wenig Spaß beim Zuschauen und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es weitergeht mit dem Bau meiner Modelleisenbahn in Spur N. Ciao zusammen, euer Andi.